Ich sag's euch, wenn ich noch einmal wäre, über meine kurze Hosen aufrege, dann gehe ich das nächste Mal mit Lederhosen und hure über den Watzmann drüber. So schaut's aus. Okay, es wollt ihr es nicht anders. Maxi geht mit der kurzen Lederhosen über den Watzmann, ganz sicher. Da bin ich gespannt drauf. Wo ist jetzt da eigentlich die verschissene Hütten? Verschissene Hütten, wo es das Bier gibt, oder? Ja. Da ganz draußen noch ein Schoder. Das ist noch weit. Quatsch mal. Leitl, wollt ihr wissen, wo wir waren? Juhu, wir waren am Berg! Und zwar haben wir heute die Watzmann-Überschreitung gemacht. Schaut mal, Leitl, das müsst ihr hören. Oh, ist das gut, das ist ein Wahnsinn. Und der ist gesund. Sag ich da. Mit Sicherheit. Verschreibungspflichtig. Die Liebesgrüße aus der Lederhosen. Ja, die sind in Bayern. Hallo? Up to date, denn bei den Liebesgrüßen aus der Lederhosen, da weiß man, wie es bei uns steht. Herr Franke, noch nicht einmal gehört warm. Und schon sind wir am Watzmann herum. Bergheil? Bergheil zum zweiten. Die Franke. Schindmäuler sind ja. Das. Wir Franken, wir sind durchfrankiert. Von Nürnberg bis Weiden auf nach Fürth. Dieser fränkische Dialekt stört das ganze Panorama. Was sagt gerade der fränkische Anprangerer? Gewaltig, bergheil, bleibt's geil. Ade, bleibt schön, bergauf, geschnauf. Immer top gestylt, nicht vergessen, Outfit ist das Wichtigste. Und damit hat er natürlich uns gemeint, den Max und mich, mit unserem fashion, neon, grünen Oberteilen. Herrlich, zwei Schlümpfe. Sag mal, von wo kommt ihr denn hin? Die nach Hause telefonieren. Keiner kommt über diese abgefickte City-Fixer. Der erste Franke am Watzmann. Flo, super. Bergheil. Bergheil. Dankeschön. Super. Du, wir sind wieder da. Grüß euch, willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Ihr habt es bei meinem letzten Watzmann-Video zahlreich gewünscht. Ihr wollt wissen, wie die Verhältnisse im späten Juni ausschauen und das klären wir in diesem Video. Mit dabei ist der Max, den ihr eh von vielen Videos kennt. Grüß euch. Und da seht ihr auch noch den Flo von Draußen bleibt's gesund, richtig cooler Kanal. Der hat im Video vom fränkischen Anprangerer einen Gastauftritt gehabt. Der Flo ist auch dabei und der Flo wird die Tour dokumentieren. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt jetzt gleich einmal beim Flo die Glocken aktivieren und den Kanal abonnieren. Das Video wird auch direkt im Anschluss nach meinem Video veröffentlicht werden. Und hört sehr viel Spaß mit den Informationen, wie es momentan gerade auf dem Watzmann ausschaut. Ja. Das ist Muttersprache. Genau. Jo. Boah, wie viel sind denn das? Wie viel Tier? Was sagt der fränkische Anprangerer? Der sagt, was sagt er? Gewaltig. Gewaltig. Sagt er. Na, bergheil, bleibt's geil, gell? Bergheil, bleibt's geil. Ade, bleibt schön. Genau. Bergauf, geschnauf. Es hat sich echt schön Partner Lukas zu. Das Leibel passt gut zusammen. Oder? Perfekt. Herrlich. Zwei Schlümpfe. Es ist das, wenn man die Klamotten hingelegt kriegt, ne? Ja. Von der Mama. Das sieht man im gleichen Anzug an. Ja. Ich nehme alles auf. Das wird gegen sie verwendet. Es wird gegen sie verwendet.
Dieser fränkische Dialekt stört das ganze Panorama. Herrlich! Uhu. Gut, oder? Sehr gut. Ich glaube, du bist der erste Franke, der da aufgeht. Ja. Eindeutig. Eindeutig. Müsste ich mich eigentlich hier irgendwo verewigen, ne? Ja. Irgendwie einritzen in den Felsen. Ja, der fränkische Anprangerer Weg. Auf jeden Fall, das Panorama da ist schon wunderschön. Ja, und auch da hinten. Ne? Ja, also die Sonne ist auch ganz nett, aber die zwei Herrschaften da im Vordergrund. Ja. Die haben halt die Sonne im Gesicht. Ich halt. Ja, Flo, was sagst du? Sehr schön, traumhaft. So kann es weitergehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut in der Zeit sind wir. Und es schaut eigentlich ganz gut aus vom Wetter. Dabei noch. Wenn du das sagst. Ja. Nein, also bis zur Mittelspitze können wir sowieso immer gehen. Und da müssen wir halt noch entscheiden. Aber ich glaube, das saß halt. Ich glaube schon. Das sieht man den Franz im Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung. Oh, jetzt hat sie sich schon geschlichen. Ja. Die hat deinen Dialekt gehört, hat sie sich gedacht, nach den Asylanten nehmen wir nicht. Genau, weil in Franken gibt es nämlich bloß Rehe. Schaut euch das an. Da sind zwei Dendus da. Dendu! Wer bist denn du? Hoi, Dendu! Gefreut mich! Bergauf, ich schnauf. Ich auch. Bergheil zum Ersten. Bergheil. Super. Bergheil. Bergheil, Max. Filmt schon wieder. Ja, sicher filme ich. In dem Sinn Bergheil vom Hochecker oben. Bergheil. Bleibt's geil. Gehört auch mal gesagt. Und ja, wir haben jetzt gerade eine richtig lässige Pause gemacht. Und vorbereitet und jetzt dann starten wir in die Überschreitung eine. Genau. Quasi die Entjungferung. Ja. Ja. So sagt man doch. Genau. Entjungfern. So sagt man. Auf Deutsch. Es ist auf jeden Fall, wenn man es vergleicht mit vor 18 Tagen, wie ich herum war. Fast schneefrei alles. Let's go! Aber noch ist es ja ein weiter Weg. Ja, und nicht die anspruchsvollsten Stellen. Ja, aber man sieht, wie es sich bewegt. Nicht vor dem Abend loben. Aber was sage ich, viele Egelände, gell? Ja. Ja. Ja, ja. Ist das sogar für einen Kilian Raucher machbar? Ist machbar für dich, Kilian. Ja. War es doch nicht so hasardörisch, was ich gemacht habe. Nein, wobei ich war ja nicht vor 3 Wochen da. Ja, aber ja. Heute habe ich mal extra eine Lederhosen angezogen, was richtig bodenständiges. Ist das besser wie die anderen Hosen, oder? Ja, absolut. Weil ich sag mal so, Fasching ist ja glaube ich erst immer Anfang des Jahres. Ne? Ja, und jetzt sind es doch schon, ja, die Tage werden kürzer und die Skitourensaison beginnt gleich. Ja, absolut. Ja. Perfekt auf jeden Fall. Jawohl, gehen wir weiter. Der schönste Bu am Berg bist. Eindeutig ich mit meiner Lederhosen. Ja, aber wie gesagt,
Ja. Max und ich, wir haben ja das hingelegt gekriegt, ne? Ja, das sind die Twins. Von unseren Frauen. die haben halt Geschmack. Ja, sowieso. Bei dir passt ja das Grün sogar da zum Helm. Ja, deswegen habe ich es auch ausgesucht. Ja, einfach ein Wahnsinn. Es muss stimmig sein. Ja, ne? Das passt perfekt. Ja. Da links rauf. Ah, nehmen wir da, wo die Seile sind, ne? Ja, genau. Macht Sinn. Hallo? Oh, ist das herrlich. So Flo, auf geht's! Das sehen wir ja schon. Da bist du verrückt. Bin nochmal gescheit warm, geht der Franke und schon wieder da. Der Franke noch nicht einmal gescheit warm. Und schon sind wir am Watzmann herum. Auf der Mittelspitz. Geht's euch das? Gewaltig! Bergheil? Bergheil zum zweiten. Bergheil, bleib geil. Bergheil. Bleib geil. Ja. Oh. Jawohl. Gut, sehen wir uns dann jetzt auf. Das wär's gewesen. Gehirnerschütterung. Watze, da waren wir wieder mal. Gewaltig, ist eh schon lang her. Was sagt er? Hier wird geklettert, was das Zeug hält, sag ich. Wie hat mein Namensvetter mal gesagt, das ist eine ernstzunehmende alpine Bergfahrt. Genau so schaut's aus. Hier werden keine Späße gemacht, bitte, ja? Man sieht eh schon oberhalb fliegen die Aasgeier. Also das wolltest du jetzt nicht hören, gell? Das ist mir wurscht. Solange ich nicht das Aas bin, dann passt's, genau. Wie ein Alpinist hangelt er sich den Berg hinunter, dieser Flo aka Kilian Rocher. Beziehungsweise man kann es gar nicht oft genug sagen, das ist der Flo von draußen, bleibt's gesund, YouTube-Kanal unten verlinkt. Unbedingt jetzt einmal auf Pause drücken und den Kanal sofort abonnieren, weil das ist ein geiler Off. Das wäre super, würde mich sehr freuen. Jawohl. Und ich bin in Wirklichkeit kein Journalist. Und schon recht kein Anprangere. Aber das können uns gut, die Franken, gell? Das können sie. So richtige Schändmäuler sind ja, das, ne? Ja, ja. Du filmst der mit? Ja, freilich. Okay, Gegenbeweis. Ja, ich brauche einen Beweis. Also das ist heute auch wieder mal so eine epische Stimmung da. Epic.
epic. Und nachdem ich dein Watzmann-Video fast auswendig gelernt habe, an den Schlüsselstellen, weiß ich, dass sich die Theresa hier gefragt hat, aber ist eh versichert da oben. Hast du gesagt, nein, nicht überall. Ja. Nur am Schluss. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich schon. Genau da auf. Also. Und durch den Bruch raus. Ja, da war das, wo es ja, so eisig war. Ja, da war ich da ja, den Felsbrock und da gerissen. Schaut nice aus. Sag ich mal so. Nice aus. So. Du hast dir gedacht, es gibt schlechte Presse. Ja. Genau. Ja, Ostern kriegt echt schon gut. Sind wir noch voll im Soll, oder Francesco? Ich glaube, ich habe gesagt, um 11, 30 oder so Südspitzen. Ja. Glaube. Schaffen wir, ne? 2 Stunden. Locker. Ja, schaut gut aus. Nichts mehr happig, happig. Ja. Alles super, tolle Verhältnisse. Perfekt für so Alm- und Wiesenwanderer, wie es wir sind. Schaut euch das einmal an. Ganzer Schnee. Jetzt alles geputzt, alles weg. Muss ich mal gerade gar nicht mehr drüber. Aber nichtsdestotrotz, Flo, ich glaube, jetzt sollst du noch ein bisschen Hosen scheißen. Ja? Ja, es wird jetzt voll ausgesetzt. Okay. Gott sei Dank habe ich Pampers an. Sehr gut, perfekt. Nein. Jetzt kommt noch das ausgesetzte Stickerl da rum und dann ist ja schon der Gipfelaufschwung. In 10 Minuten sind wir am Gipfel. Das sollten wir doch schaffen. So, oder? Schaut's aus, ja. Und wenn es halt nicht geht, dann geht's nicht. Genau. So schaut's aus. Das ist auch der Sinn und Zweck davon, dass man halbwegs wächst. Ja. Ich bin auch durch Lärm voll gewachsen bei den Touren. Da in Franz habe ich viel gelernt. Ja, von den Schwierigkeiten her und so. Ich habe viele Sachen allein gemacht, aber im Endeffekt am meisten habe ich davon profitiert, weil ich mit meinen Tourenpartner, also gehört dem Max auch dazu, oder jetzt du auch. Wenn ich so Sachen gemeinsam mit irgendwen machen kann, weil du lernst einfach draus, dann nimmst du da was mit. Ja. Wenn du nicht willst, ja, wenn du willst, ja, das ist das Wichtigste. Weil viele Kirschen halt einfach nur irgendwo drüber. Nächstes Projekt, nächstes Projekt, nächstes Projekt. Ja. Nächster Schritt. Lernst aber noch nichts nee. Dabei. Nee, aber deswegen war das vielleicht jetzt, oder ist es genau die richtige Konstellation auch, ne? Ja. Weil wenn du welche dabei hast, die es schon gemacht haben. Und die, ja, es ist auch noch halt so kombinierte Touren, da lernst du halt nur mehr nicht, wenn du alles ein wenig, wenn du alles ein wenig drin hast. Ja. Und, ja, wie gesagt, wenn du allein bist oder mit jemandem, der genauso unerfahren ist auf der Tour, dann ist es halt immer näher, der weiß nicht genau, aber wenn du jemanden dabei hast, der halt einfach total sicher ist und völlig Ruhe ausstrahlt und entspannt ist, ne? Ja, sicher. Perfekt.
Das ist schon auch geil, wenn man das da mal sieht. Tatsächlich so mystisch da. Christo da. Wahnsinn. Mystik. Mystik. Bartolome! Ja, das ist jetzt da das spektakuläre Stückerl gewesen. Also, ist gut gegangen, gell? Perfekt. Ja, perfekt. Und im Vergleich zu vorher können wir jetzt ganz normal da umgehen. Und ich habe da eben da beide Zacken drüber müssen, aber die ersten habe ich ausgelassen. Ich zeige euch nachher. Also ich bin da schon mal über alle Zacken drüber gerade. Aber da bin ich halt da so oben um bei einem Bantl. Und noch einen beim Hexten, da bin ich nachher rauf, glaube ich. Ja. Genau, ich glaube, da bin ich gestanden. Und dann ist da noch alles Schnee gewesen. Und bin ich da umgequert, weil das ist alles abdrängender Schnee gewesen da. Und eben da. Der Weg geht da um, aber das war da mit dem Schnee eben nicht gegangen. Na. Sieht aus, ja, ne? Nein, eingeschalten habe ich es. Das passt schon. Ah, Wahnsinn, der Watzmann-Jüngling, wir waren eh schon 20 Mal drüber. War. Ich hab's was nicht verraten. Hält, hält nicht, ist locker, fest, fest, fest. Wie beim Zahnarzt. Genau. Jawohl. Immer top gestylt, nicht vergessen, Outfit ist das Wichtigste. Kannst du alle Defizite wettmachen damit? Ja. Und damit hat er natürlich uns gemeint, den Max und mich, mit unserem Fashion Neon grünen Oberteil. Outfit ist alles. Schöne Modetour. Schöne Modetour, muss ich echt sagen. Also, mir gefällt es sehr gut mit den Ledern. Der erste Franke am Watzmann. Flo, super. Bergheil. Bergheil. Dankeschön. Super. Entschuldigung. Danke, Bergheil. Bergheil. Gratuliere. Bergheil. Bergheil. Super. Aber jetzt. Muss ich noch hinten. Jo, wir sind wieder da. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er? Ja, da ist er! Leute, wenn der Flo daherkommt, dann gebt ihm mal einen fetten Daumen nach oben her. Wenn er daherkommt? Ja, wenn er daherkommt. Wo ist er denn? Ja, wo ist er? Aber oh, jetzt kommt einer. Ein Franke, schaut euch das an. Jetzt wird's Zeit. Ah, gewaltig macht er das stark. Wie ein Profi-Alpinist. Stark. Traum. Der Pulver Franz ist wieder da! Juhu! Pulver! Juhu! Pulver! Juhu! Pulver!
Ufer! Geil. Ja, super! Stark! Stark! Da machst du Meter, gell? Ja. Gut. Juhu, wir waren am Berg. Gewaltig. Super. Scheint geil. Die beschissenste Stelle, ne? Ja. Darum kann ich einfach nur sagen, von daher kommt nämlich der Spruch, bergheil bleibt geil. Weil wenn du geil bleibst, kommst du runter und dann kann ich bergheil sagen. Machen wir nochmal kurz aus. Ich bin aufgeregt. Aus? Machen wir kurz aus. Nein, das ist alles drauf. Erinnerung. Jawohl. Gesaved! Wuhu! Der nächste Watzmann! Stark, dass du das heute gewagt hast, den Watzmann zu bezwingen, gell? Danke euch! Super, super gemacht, Flo! Danke, voll geil! Danke, Max! Danke, cool. Watzmann! Jawohl, so schaut's aus! Dass er uns wieder mal gewähren lassen hat. So schaut's aus. Stark. Cool. Jetzt kommt der schönste Teil dazu. Ja, genau. Auf den haben wir uns jetzt schon seit. Erst bis zum Gasthaus und dann kommt der schlimmste Teil. Auf den Gasthaus. Wir uns schon die ganze Zeit gefreut haben, ne? Ja, aufs Bier, gell? Ja. Oh. Oh, der Wind ist gut. Ja. Das hat ja schon gescheit reingebrannt. Ja. Geil. Immer wieder montags. Immer wieder montags. Ach so, machen wir das jetzt jeden Montag. Ja. Jeden Montag 2.30 Uhr, Wimbachbrücke. Abwechselnd auf dem Kanal von Alpine Momente und am anderen Montag dann am Kanal von Draußen bleibt's gesund. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, unbedingt beide Kanäle abonnieren und die graue Glocke aktivieren, weil nur da gibt es immer montags Watzmann. Ja, ja, absolut. So schaut's aus. Wenn du das verpasst, hat es selber schuld. Kostet nämlich nichts. Abo, klack und man hat die Erinnerung, gell? Ja, so einfach ist. Also, draußen bleibt's gesund. Alpine Momente. Gewaltig. Wie würde der Kilian Raucher jetzt sagen? Oh, wie würde der Kilian Raucher jetzt sagen? So ein Schlusswort. Ja, nachdem der Kilian Raucher sich das vor Ort angeschaut hat, würde vermutlich seinen Artikel etwas umschreiben müssen und die ein oder andere Aussage revidieren. Nicht nur das mit der quietschbunten Hose. Nee. Also aktuell sind die Verhältnisse optimal, würde ich sagen. Ja. Würde auch der Kilian Raucher sagen, denke ich. Ja. Sehe ich auch so. Ja, machen wir da gleich ein Resümee jetzt, oder? Was eh gut ist. Ja, heute ist, was ist heute? Der 20. Juni, glaube ich, gell? 21. Juni. Und die Verhältnisse sind an und für sich genauso, wie es ich damals eben mit meiner Schwester erwischt habe. Das 1-Stunden-Video ist da eh da unten verlinkt. Also einmal ein großes Schneefeld im Abstieg und dann im unteren Bereich ist nochmal ein bisschen ein kleines Schneefeld. Aber alles in allem, wenn man nicht zu früh an ist, kommt man da, oder wir sind zumindest ohne Zuhilfenahme von Spikes, Grödel oder Steigeisen eben durchgekommen. Picke kann sicherlich nicht schaden. Wenn es warm bleibt, geht der Schnee weiter hinweg. Wenn es kalt wird, kommt es nicht, dass es schneit, weiß man nicht. Aber an und für sich ist es super angerichtet für den Sommer. Oder? Ja. Würde ich auch sagen, ja. Du bist heute das erste Mal am Watzmann oben gewesen. Flo, wie hast du die Tour empfunden? Also ich meine, jetzt müssen wir noch raushatschen, aber das sind jetzt die anspruchsvollen Passagen alle gewesen, die hinter uns sind. Wie hast du das empfunden? Also nachdem ich jetzt erstmal
auch am Hocheck war und den Gratverlauf anschauen konnte. Also man muss so sagen, auch nach Anschauen deiner Videos unter anderem, bin ich natürlich schon mit der gehörigen Portion Respekt hierher gefahren und ja, war gespannt, was auf mich zukommt, aber so jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, es war nicht so schlimm wie erwartet und es ist absolut machbar gewesen. Also ich fand, es war eine Traumtour. Ja. Und da natürlich nochmal herzlichen Dank an dich, Franz, fürs Initiieren der Tour. Du hast mich auf die Idee gebracht, dass wir es heute machen könnten. Und natürlich an den Markus. Markus, fürs Mitgehen. Gerne. Vielen Dank an euch zwei, dass ihr mich da so gut rübergebracht habt. Ja, also gucken wir bis das. Aber also das war auch so eine Sache. Der Flo hat ein Klettersteigset mitgenommen, weil er nicht gewusst hat, wie das Ganze dann einzuschätzen ist. Und das hast du eigentlich auch aus meiner Sicht absolut richtig gemacht. Ich glaube, am Hocheck eben eine ins Klettersteigset und dann haben wir es schon einmal dabei. Und wenn man es braucht, nachher nutzt man es. Und wenn man es nicht braucht, dann nutzt man es eben nicht. Ob und inwieweit das der Flo das benutzt hat, könnt ihr dann gleich nach dem Video auf dem Flo seinem Kanal sehen. Kann es gar nicht oft genug sagen. Abonniert den Kanal. 1000 Leute sofort um zu ihm, der hat es verdient und liefert coolen Content. Außerdem, der ist gar nicht so schlimm, wie er sich gegeben hat als Kilian Raucher. Die Franken sind ja so ein bisschen zwiespältige Personen, aber nein, der ist richtig cool. Also, ich habe den schon lange abonniert, aber den einen Kommentar, der gesagt hat, der Kilian Raucher kriegt kein Abo. Nein. Bursche, so gehört sich das nicht. Der Kilian Raucher ist ab heute gestorben übrigens. Jawohl. Also, genau das haben auch einige von euch gesagt, das wollt ihr damit nichts mehr zum tun haben. Ist zwar ewig schade, weil irgendwie ich veröffentliche auf meinem Kanal immer die Inhalte, die ich gerne veröffentliche, aber wenn ihr das nicht sehen wollt, dann ist der Kilian Raucher gestorben. Möge er in Frieden ruhen, gell? Absolut. Ja, so schaut's aus und ab jetzt gibt es nicht nur den Flo. Aber ja, gebt einmal einen fetten Daumen nach oben her. Habt ihr das schon mal gesehen? Watzmann Überschreitung mit Kuschzer Lederhosen, einen feschen Holzhacker hämmert und waschechte Stutzen. Du nicht, gell? Ich hab's auch noch nie gesehen. Ich mir gedacht, ich muss mir mal was Neues überlegen, weil es eh schon so viele Watzmann-Videos gibt. Mögen sich andere den Mund darüber zerreißen. In dem Sinn, ja geil, bleibt's geil. Ciao, pfiat euch. Ciao. Pfiat euch. Merci.